So, und damit auch mal wieder ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück. Naja, zu einer neuen Folge von Let's Play Ni No Kuni kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Das ist quasi genauso wie in der einen Stahlhake Aeon-Folge, die ich vor kurzem, wobei kurzem auch wieder relativ ist, hochgeladen habe, wo ich mir einfach das Ingame-Material von anderen YouTubern genommen habe, damit ich euch hier was zeigen kann. Denn ich fürchte leider, dass die Aufnahme, die ich hier gemacht habe, wo unter anderem dieser Bosskampf hier drin war, leider weg ist. Trotz die fehlt. Und da das jetzt ein Bosskampf ist, den wollte ich jetzt nicht unbedingt im Let's Play nicht drin haben. Das wäre schon leicht blöd. Deswegen habe ich mir jetzt einfach hier ein paar Aufnahmen genommen und kommentiere die jetzt hier im Hintergrund. Punkt. Nachkommentieren kann man jetzt nicht wirklich sagen, denn das sind alles nur unkommentierte, das sind ja quasi Gameplay-Aufnahmen. Aber da könnt ihr sehen, wie zum Beispiel der Bosskampf gegen diese Ratte hier funktioniert hat. Wo wir herausfinden konnten, dass die Ratte der Grund war, wieso wir diesen Zauberstab suchen mussten. Hier zum Beispiel hatte sie sich gerade mit einem Feuerball selbst umgenietet und Tröpfchen, den es jetzt hier leider nur in Englisch gibt, also den Kampf habe ich leider nur in Englisch gefunden. Ich bin froh, dass die Cutscenes danach, nach dem Kampf, noch auf Deutsch gefunden hatte. Aber den Kampf habe ich leider nicht auf Deutsch gefunden. Also als Gameplay-Aufnahme, nicht als Let's Play oder sowas. Weil das wäre schlecht, dann hättet ihr keine Hintergrundmusik. Das war quasi das, was ich bei Aeon gemacht habe. So sieht's doch wesentlich schöner aus. Und schlagt mir nicht einfach so auf den Hinterkopf, Tröpfchen. Fuck you. Ich schlag dich gleich mal. Das tut aber heftiger weh. Ah ja, wie ihr sehen könnt, der Kampf, der ist auch quasi noch ein Teil Tutorial, also er ist noch nicht so schwer. Wir sind definitiv noch nicht so weit im Game, wo wir etwas mehr Taktik reinbringen müssen. Das hier ist quasi alles nur einsteigerfreundlich zum Draufhauen. Zodiacs are assembled, your radiance. I thank you all for attending. Very well. I hereby call the council to order. You are all doubtless aware of the purpose of this session. We are here to discuss the elimination of the pure-hearted one. Come before us, Dark Jinn. You summoned me, White Witch. The so-called savior from the other world. He must be destroyed. Shaddaa, it is time that you proved yourself worthy of the title of executor. On one condition. Ha! The insolence! He presumes to bargain with our queen? Go on. Very well. I must request that you entrust this task to me, and me alone. Hear me, members of the council. I have no need of your aid. He thinks himself our equal. What gives him the right? He is either very brave or... To presume to give us orders. Babbling fool. I kill you! Silence! Very well. You will have your wish, Shaddaa. I entrust the task entirely to you. Teach those who speak of a savior the futility of their hope. It shall be done. This Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness of despair.
Okay. Ja, das war die Cutscene nach dem Kampf. Gut, das Ganze kann ich jetzt leider nicht vorlesen, da das doch ein bisschen länger dauert, als es da schneller geht, als es gehen sollte. Ist halt hier in der Szene nur so zum Zeigen, was gesagt wird und dann ganz schnell wieder weitermachen, damit man so wenig Zeit wie möglich verschwendet. Ich hingegen mache es nur weiter, wenn ich auch alles erstmal schön in toller Stimme nacherzählt habe. Deswegen ist das jetzt natürlich doch ein bisschen blöd, ne? Aber immerhin könnt ihr das alles sehen, also das ist quasi das Wichtigste, was ihr sehen müsst. Den Rest vom Dungeon, den braucht man ja jetzt nicht wirklich. Aber die Cutscenes hier gehören ja schon noch zur Story mit. Und wir haben einen Zauberstab! Thank you very much. Your meow just the. If you know who finds out about this, one fears we shall both live to regret it. But one can hardly say no to one so very pure. When you say you know who, you mean Shadar, don't you? There's no need to say it. Alter, voll von Harry Potter abgeschaut. Your meow just the. You've gone and given him the wand. Now there's no going back. Ja, und damit würde ich sagen, war es das jetzt auch schon. Ein bisschen kurz, aber ab nächster Folge geht es dann wieder normal weiter. Bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch hier einiges zeigen, was ihr interessant fandet. Und wie gesagt, nächste Folge wird dann wieder komplett normal sein. Und danach sollte es wieder hoffentlich normal weitergehen, ohne dass so etwas passiert. Möchte ich hoffen, denn das ist auch für mich nicht unbedingt schön. Bis dahin, euch noch ein zuckersüßes Tüdel. Und ciao, XD.